Bonjour, meine Damen und Herren, willkommen zurück bei Unendlich Sein. Ja, ich sehe gerade im Kontrollbildschirm, dass ich ein bisschen rot wieder aussehe. Bei den letzten Videos schon, also ich habe keinen Sonnenbrand, kann was an den Kamera- und Lichteinstellungen auch liegen, dass mein Gesicht ein wenig errötet aussieht. Aber das soll nichts zur Sache tun, denn in diesem Video will ich einmal über die sieben Phasen spiritueller Entwicklung reden. Wer mich kennt, wer diese Videos schon guckt, weiß, ich habe ein Video schon mal gemacht, das hieß die fünf Phasen spiritueller Entwicklung. Das ist, glaube ich, 2, 3 Jahre her gewesen. Da hatte ich mich hingesetzt und über die meine eigenen Erfahrungen, meinen eigenen Weg geredet und so ein bisschen so daraus abgeleitet, wie diese einzelnen Schritten und Stufen aussahen. Und das ist jetzt ein bisschen her, deswegen möchte ich das gerne updaten um 2 weitere Stufen und noch eine geheime dritte Stufe sozusagen, wo ich zumindest sehe, wo sich alles hin bewegt. Und ich verlinke das Video nochmal, das könnt ihr hier irgendwo oben angucken oder da irgendwo. Und ich will nochmal ganz kurz am Anfang zusammenfassen, was die ersten 5 waren aus dem anderen Video. Das könnt ihr euch nochmal in Ruhe angucken, wie gesagt, wenn euch das interessiert, aus dem Mund des Vergangenheitstims zu hören, wie das alles klingt. Und danach werde ich die nächsten beiden Phasen aufzeigen. Und nochmal ganz kurz, damit es auch klar ist allen, das ist natürlich kein allgemeingültiger Weg und jeder Weg ist anders und individuell und hat seine eigenen Umwege, Höhen, Tiefen, was auch immer. Und deswegen ist das jetzt keine allgemeingültige Formel, sondern einfach nur, was ich für mich hauptsächlich erfahren habe. Aber ich denke, da lässt sich ziemlich viel für euch auch übertragen. So, fangen wir mal an mit der ersten Stufe. Das ist natürlich die spirituelle Öffnung, habe ich das jetzt genannt. Das heißt, der Moment, wo dieses Interesse an Spiritualität auf einmal aufkommt, persönliches Wachstum, sich kennenlernen, Selbsterkenntnis. Und das ist für viele ein greifbares, spürbares Erlebnis, diese spirituelle Öffnung. Das heißt, man erlebt, wie ein Teil von einem, das Ego, die Fassade, die Maske, das graue Selbst sozusagen zur Seite kommt und man sich mit dieser größeren, diesem größeren Selbst, höheren, wahren Selbst verbindet und auf einmal merkt, okay, ich bin mehr als ich dachte, mehr als diese Stimme in meinem Kopf, mehr als meine Gedanken und Urteile über mich. Und das ist sozusagen für die meisten dann die Initialzündung zu gucken, okay, krass, da ist jetzt so viel. Ich gehe jetzt erstmal rein und gucke, was es da alles gibt. Und bei mir war das halt mega krass. Also ich habe hunderte, tausende Videos und Bücher gelesen und wirklich alles aufgesogen, aus allen Bereichen erstmal geguckt, was so alles passt. Und erstmal einfach alles ausprobiert. Weil es gibt da so ein riesen Spektrum, auf einmal so eine riesen Welt, die sich da einmal öffnet. Und da gibt es einfach viel auszuprobieren, zu erforschen, zu gucken. Und das ist sozusagen die erste Stufe, diese erste Öffnung, dieses erste Interesse und Neugier und Selbsterforschung, die das Ganze in Gang bringt. Und in der zweiten Stufe kristallisiert sich dann so ein bisschen der eigene Weg heraus. Das heißt, all diese Sachen, die man vielleicht vorher gelesen hat, sich angeguckt hat, verschiedene Lehrer und so weiter, alles, was man mal anprobiert hat und zu gucken, wie es einem so passt und wie es sitzt und wie es sich anfühlt, all das fällt dann langsam zur Seite und es bleibt so ein bisschen das über, was sich für einen gerade richtig anfühlt. Vielleicht ist es auch ein Lehrer, mit dem man sehr stark resoniert und mit dem man, ja, dem man folgt und dann sozusagen darüber ganz viel seinen eigenen Weg sozusagen begleiten lässt. Oder aber auch, dass man merkt, okay, das und das passt mir nicht oder das bringt mir nichts oder das klappt nicht oder das behindert mich, dass man einfach merkt, was passt und was nicht. Dass sich sozusagen so die, anstatt alles anzuprobieren, erstmal guckt, okay, nee, nee, das kann ich erstmal sein lassen. Das würde ich so als diese zweite Phase beschreiben. Und in der dritten passiert es dann so, dass man, zumindest war es bei mir so, sich der Schatten zeigt. Das heißt, bei mir war es, dass die Spiritualität am Anfang so ein krasses High war. Das heißt, erstmal so diese Öffnung nach oben und dann so dieses, wow, es gibt ja so viel zu entdecken, unendliche Möglichkeiten. Und dann ist es auch erstmal oder oft für mich dann auch am Anfang so eine Flucht gewesen. Flucht vor meiner eigenen Unwohlsein, meiner Unglücklichkeit, was auch immer, all diese negativen Dinge. Und da ist dann Spiritualität kann genauso genutzt werden wie alle anderen Sachen auch, um vom eigenen Leid so ein bisschen wegzukommen, wegzugucken. Und dann kommt aber irgendwann die Phase, wo der Schatten einen einholt, wo man konfrontiert wird mit dem, was da noch tief in einem ist, was Teil von einem ist, was wichtig ist und was zu einem gehört, was man aber lange nicht wusste, wie man es angucken kann, dem begegnen kann, das integrieren kann. Und das ist dann dieser Teil des Weges, der dann beginnt, nach innen zu gehen. Also tief nach innen, tief ins Dunkle, ins Unbewusstsein, in die abgestoßenen Kammern sozusagen des Selbst, in die Verliese und Kerker, wie auch immer man das bezeichnen will. Und dann merkt man schnell, okay, ich hab da noch ganz viel in mir. Ich bin ja so weit nach oben und weg und hoch und raus und ja, aber da ist ja noch ganz viel in mir, was auch noch angeguckt werden will, was auch noch mitgenommen werden will, was auch noch geliebt werden will, was auch noch
betrachtet und angenommen werden will. Und das ist dann irgendwann diese Phase, die dann halt kommt. Und dann ist es halt oft so eine dunkle Nacht der Seele, wird es ja auch oft bezeichnet, wo wirklich so eine große Krise vielleicht auch reinbricht, wo so ein großer Umbruch einfach stattfindet, anstatt nach außen und hoch wegzustreben, man sich tief in sich reinbegeben tut. Und bei mir war das dann halt viel diese emotionale Heilungsarbeit, innere Kindarbeit und so weiter und so fort. Und in der dritten Stufe ist dann dieser Punkt erreicht. In der vierten ist das Ganze dann eher, dass man in diesen Heilungsprozess halt wirklich reingeht. Das heißt, ich habe das gerade so ein bisschen schon mal verbunden, diese beiden Teile. Das heißt, es geht mehr weg von diesem spirituellen Suchen anstatt und hin zum emotionalen Heilen. Auch wenn das natürlich ein Prozess ist, wo beide Seiten Hand in Hand gehen. Das heißt, da fängt dann die Arbeit an, nach innen zu gehen. Und dann hatte ich letztes Mal in dem Video dann einfach noch als fünfte Stufe die Verbindung mit der eigenen Spiritualität, hatte ich das so bezeichnet. Das heißt, nachdem man sozusagen nach oben gegangen ist, nach unten gegangen ist, findet sich da sozusagen in der Mitte so der eigene Weg. Das heißt, man nutzt dieses spirituelle Suchen und Streben in unendliche Bewusstseinsebenen nicht, um vor sich selbst wegzulaufen, vor dem menschlichen Leid und Leben auf diesem Planeten, sondern es geht dann darum, indem ich mein eigenes Leid angeguckt habe, in Arm genommen habe, kann ich das dann einfach nehmen, diese Kraft, die daraus entwächst, dieser Raum, und den dann verbinden mit dieser höheren Spiritualität. Das waren die ersten fünf Phasen, die ich da in meinem letzten Video sozusagen benannt habe. Und dann war ja das letzte Jahr für mich ein ganz seltsames, mysteriöses irgendwie. Da hatte ich ja die ersten 7 Monate oder 8 Monate, glaube ich, gar kein Video gepostet. Und dann war das erste Video dann, oder eins der ersten Videos dann auch irgendwie das innere Leere oder irgendwas mit innerer Leere. Und das wäre jetzt für das, was ich als diese sechste Phase bezeichnen würde. Das heißt, nachdem dieser Kreislauf sich einmal vollendet hat, beginnt ein neuer. Und der hat sich dann für mich als innere Leere sozusagen manifestiert. Innere Leere nicht als Abwesenheit von irgendwas, nicht als Mangel, sondern einfach als Neutralität. Als weder hoch noch tief, weder gut noch schlecht. Es ist einfach so eine Neutralität. Und jetzt rückblickend auf jeden Fall ist es dann so, dass das geführt hat, dass dieser Raum, der geschaffen wurde durch diese emotionale Arbeit, gefüllt mit diesen spirituellen, höheren Perspektiven und Verständnissen, dazu geführt hat, dass dieser innere Raum sich geschaffen hat. Und dieser innere Raum war auf einmal da und da war einfach nichts drin. Da war weder das eine noch das andere drin und dieser Raum hat sich erstmal sozusagen gefunden und dann langsam weiter ausgedehnt. Und das war so eine Phase, wo ich dann einfach auch dieses spirituelle Suchen, sage ich jetzt einfach mal, nicht mehr hatte. Das heißt, eigentlich keine Bücher gelesen habe oder Videos geguckt habe oder irgendwas in der Richtung irgendwie gemacht habe. Da ist relativ viel weggefallen und ich hatte so ein bisschen so eine Art Leben wie als normaler Mensch sozusagen, also wie ich es früher auch hatte, wo man einfach, wo diese Spiritualität nicht so eine große Rolle spielt. Auch wenn in meinem Leben zumindest es so war, dass eigentlich alles für mich spirituell irgendwo ist. Man sieht überall das Göttliche und erlebt überall das Göttliche. Aber das war so eine Phase, die war irgendwie, ja, die war anders. Da war das irgendwie, ja. Auch mal meditiert hin und wieder, so, aber es war jetzt irgendwie, ja, es war fast schon so wie ein Warten auf irgendwie den nächsten Schritt. So, ich wusste so, okay, ich bin jetzt hier, habe aber weder die Motivation oder den Drang oder die Inspiration, in die eine oder andere Richtung zu gehen. Es war einfach so eine Neutralität. Und das war irgendwie auch eine sehr komische Phase. Aber auch da rückblickend habe ich das Gefühl, dass ich viele Anhaftung, Identifikation, Begrenzung und auch so dieses Ego, dieses graue Selbst, dass all diese Dinger sich so langsam auflösen, weil es gab nichts, wonach ich streben könnte, was ich wegdrängen musste oder so. Es war einfach alles so okay. Es war alles so, ja. Und deswegen war es dann so ein Punkt, wo ich dann das Gefühl hatte, dass sich all diese Dinge halt lösen konnten. Das heißt, dieses Klammern an Spiritualität oder an die eigene emotionale Heilungsarbeit, was ja auch eine neue Form der Anhaftung und Identifikation werden kann. Gibt übrigens auch ein Video dann bald dazu, schon geplant. Auf jeden Fall war das dann so, dass sich dieser Raum auf einmal so, der war auf einmal da. So, und es war einfach alles so okay. Und dann kommt der nächste Schritt und den habe ich jetzt einfach mal genannt, das ewige Licht kehrt zurück. So, ich mag ja pathetische Worte und Beschreibungen. Das hat einfach ganz viel, ich weiß, ich habe jetzt schon viel drüber geredet, so dieses Jahr, Erleuchtung, Indien, so diese ganzen Geschichten. Und das würde ich in diese siebte Phase einfach hereintun. Denn, ich habe das auch in einem anderen Video schon genannt,
dass ich das Gefühl hatte, all dieser Raum, der so geschaffen wurde, durch diese ersten fünf Phasen zum einen, aber dann auch durch diese sechste Phase, wo sich einfach dieser Raum einfach nur manifestiert hat, ohne in die eine oder andere Richtung zu gehen. Hätte das Gefühl, dass in Indien hatte ich so viele Erlebnisse, Erfahrungen gemacht, dass ich so in diesen Flow reingekommen bin, dass dieser Raum gefüllt wurde mit Licht. Dass alles auf einmal Sinn gemacht hat wieder, alles so dermaßen im Flow war, ist, dass es ja, auf einmal alles wieder so ein bisschen Sinn macht. Eine Öffnung hat sich wieder getan nach oben, aber auch nach unten in letzter Zeit, da habe ich ja auch schon drüber geredet. Das heißt aber, dass sozusagen erstmal dieser Raum geschaffen werden musste, um dann halt wirklich nochmal zurückzukommen und dann aber auf der nächsten Stufe sozusagen in diesem Licht halt vollkommen stehen zu können, ohne diese ganzen Begrenzungen, Identifikation oder Anhaftung dabei zu haben. Und ja, das war einfach, ist sozusagen diese Phase, wo ich jetzt gerade bin. Das heißt, alles ist im Flow, alles hat erlebt diese Perfektion. Und was ich ja auch letztes Mal meinte mit der Erleuchtung, dass das sozusagen als Haus beschrieben werden kann oder dass ich das Bild des Hauses irgendwie so aufgezeichnet habe. Das heißt, diese neue Ebene, so dieses Licht kehrt zurück. Das ist so dieses, okay, ich war jetzt so, bin jetzt rumgegangen, da war halt nichts irgendwie, Weite. Und dann sehe ich da dieses Haus und krass gehe ich rein und boah, hier ist es richtig krass. Und auf einmal ist wieder alles so intensiv und im Flow und das ist jetzt halt auch dieser Prozess, wo ich gerade drin bin. So dieses erstmal kennenlernen, einsteigen und eintauchen in diese neue Ebene. Und ich will es auch nochmal sagen, weil ich glaube, weil ich dieses Wort Erleuchtung jetzt einfach oft benutzt habe, ist es einfach nochmal wichtig, dass ich das wiederhole. Denn ich sage nicht, dass ich erleuchtet bin, dass ich ohne jedes Leid bin, dass ich im vollkommenen Frieden bin und all diese Dinge. Das ist nicht, was Erleuchtung für mich ist, sondern Erleuchtung ist für mich Bewusstheit, ist für mich Klarheit, ist für mich Offenheit, ist Annahme, ist Flow. Und das ist das, was dieses neue Haus symbolisiert. Das heißt, da gibt es auch noch Dinge, und das habe ich auch schon drüber geredet, wo ich merke, okay, oh, da ist ja doch noch was im Keller, da ist ja doch noch was, was noch geliebt werden will, was im Schatten liegt, was sozusagen noch eine alte Wunde oder Verletzung ist. Und das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen okay. Ich habe nur das Gefühl, dass jetzt in dieser siebten Phase sozusagen ich dem Ganzen ganz anders begegne, mit einer ganz anderen Offenheit, mit einer ganz anderen Verständnis auch. Das heißt, alles ist im Flow, alles ist gut und läuft. Und wenn dann mal was nicht läuft oder ich merke, okay, da wird noch was hochgetriggert, da zeigt das Leben mir nochmal mit einem leichten Fingerzeig auf eine Stelle in mir, die ich noch nicht so gesehen habe. Und dann ist das auch gut so. Und dann freue ich mich darüber. Dann ist das was Schönes, weil ich das Gefühl habe, mich mehr kennenzulernen, mich mehr anzunehmen, innerlich ganzer und heiler zu werden. Und das ist das Schöne an dieser Entwicklung. Das heißt, ich habe das Gefühl, dieses Jahr hat halt ganz krass dieses Licht angemacht. So fühlt es sich für mich an. So, das Licht ist an. Und es zeigt mir einfach alles. So, ich kann in diesem Haus nicht rumgehen und die Augen verschließen vor Dingen, die ich nicht sehen will, sondern es ist alles da. Das Schöne, aber auch das, was als schlecht manchmal wahrgenommen wird vom begrenzten Selbst, vom grauen Selbst. Und das ist vollkommen okay. Und das ist diese Entwicklung. Und da würde ich dann aber sozusagen vorausschauend blicken und sagen, dass sozusagen die achte Phase ist, dass alles heller wird. Also, wenn das Haus erstmal vollkommen erkannt ist, begangen ist, aussortiert wurde, ausgemistet wurde, der Keller bezogen wurde und schön eingerichtet wurde, die Kinder, die da sind, sozusagen draußen spielen dürfen. Wenn sozusagen dieses Licht immer weiter strahlen kann, dann ist einfach alles noch breiter und noch heller. Und ich weiß, dass es auch nicht das Ende ist und ich weiß auch, dass es nicht das Ende vom Leid ist oder von Schicksalsschlägen oder von Rückwürfen, die einem im Leben passieren, weil das immer passiert und das Leben immer da ist, um uns zur nächsten Stufe zu bringen. Um uns zu mehr Erkenntnissen zu bringen, zu mehr Liebe und zu mehr innerer Harmonie. Und deswegen sehe ich eigentlich kein Ende dieser Entwicklung, sondern merke rapide, wie sie sich so exponentiell einfach steigert. Und ich finde es unfucking fassbar, wie intensiv dieses Jahr ist. Also, ihr habt das bestimmt auch alle für euch erlebt in dem Jahr. Aber ich bin ja auf diesem Weg nun schon einige Jahre und nichts kommt nur ansatzweise an das ran, was dieses Jahr passiert ist. Also ich, ja, wenn ich zu lange drüber nachdenke, werde ich, glaube ich, auch verrückt werden. Deswegen ist es auch ganz okay so. Aber es ist einfach mega intensiv und krass. Und deswegen habe ich das Gefühl, wenn das Licht erstmal wirklich brennt, sozusagen, wenn das Licht erstmal wirklich zurückgekehrt ist in diesen Raum, der geschaffen wurde und erlaubt wird, es sich immer weit auszudehnen und alles erleuchtet werden darf, auch die tiefsten, dunkelsten Kammern,
dann ist das alles fucking cool und nice und gut. Einfach nur gut. Und ja, das ist das Schöne am Leben. Wenn man erstmal Ja sagt, in den Einklang mit dem Leben kommt und dem Fluss, mit dem Universum, dann wird es einfach alles nur noch schöner und besser. Und selbst wenn dann die großen Rückschläge kommen, die Krisen, die Rückschläge, all das darf einfach auch dann sein, weil es begriffen wird als eine wichtige Lektion, als ein wichtiges Vorankommen und Wachsen. Und das darf einen auch mal zerstören und aufbrechen, so dass das Herz einfach vollkommen explodiert, voller Liebe. Und ich merke das halt immer wieder, dass solche Situationen kommen. Jetzt so die letzten Wochen und Monate vor allem speziell geht es ziemlich krass ab. Hauptsächlich auch familiär und in Beziehungen und Freundschaften, hatte ich auch ein Video schon zu gemacht. Aber das ist alles da, um zu helfen, zu mehr Verständnis, Liebe, Harmonie zu kommen. Und deswegen habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen zu diesen Phasen, außer dass ich mich einfach freue darüber, dass ich enorm dankbar bin für da, wo ich bin in meinem Leben, für das, wie sich meine Realität gestaltet und wie viel Klarheit, Ruhe und Dankbarkeit einfach da ist. Und das ist ja das, was ich teilen will, was ich weitergeben will und was ich mit jeder Pore meiner Seele ausstrahlen will und ja, in euch irgendwie auch weiter erwecken und euch zum Strahlen bringen. So, und das ist ja ein Gemeinschaftsprojekt, wir als Menschheit. Und ja, ich hoffe, das konnte euch ein bisschen mehr Klarheit geben für euren Weg, euch ein bisschen mehr Verständnis auch für euren Weg geben, dass ihr, ne, es ist kein Wettlauf oder kein, oh, der ist schon bei Stufe 7, ich bin erst bei Stufe 4, oh nee, der ist ja viel besser und weiter als ich. Das ist überhaupt nicht das, worum es geht. Das ist eher dann wieder so das graue Selbst, was das so wertet und vergleicht und irgendwie so, ja, sieht einfach eine Rangordnung irgendwie aufstellt. Aber das ist überhaupt nicht der Punkt. Ich habe das Gefühl, einfach umso mehr man Ja sagt zum Leben, zu jedem Moment, auch wenn das schwierig ist und schmerzhaft. Man muss es nicht mögen, man muss es nicht toll finden, aber einfach darauf vertrauen, dass dieser Prozess einen genau dahin bringt, wo es hingeht. Dann ist alles richtig. Dann ist egal, ob man auf Stufe 1 oder 200 ist. Man ist da, wo man sein soll. Und wenn man da ist, wo man ist und das vollkommen so akzeptiert und sich dem vollkommen hingeben kann und sich dem öffnen kann, dann ist auch alles toll. Egal, wie gesagt, wo man ist oder so. Ja. Ich könnte noch Stunden weiter labern, ihr wisst es, aber ist ja auch mal schön, ein bisschen kürzere Videos zu machen. Also, meine lieben Leute, ich wünsche euch einen wunderbaren, erfüllten Tag. Ich danke euch fürs Zuhören und ich liebe euch von ganzem Herzen. Lasst uns unendlich sein, euer Tim.